So, angelockt. Angelockt, fertig. Gute Nacht. So. Genau, das Sammel-Item wollten wir noch. Und einmal darauf und kommen wir da hoch? Kommen wir. Und da ist es auch schon. Hier, das habe ich in Odun gefunden. Was ist das? Sie haben diese Maschinen gebaut. Sie wühlen in Odun die Erde auf. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in denen die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmieden. Alles, was sie gebrauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie es den Urukai, den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht. Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen, was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort, doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Ist das Saruman? Berichte, was du siehst. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Lass dich nicht ergreifen. Das klang ein bisschen wie Saruman, ne? Fand ich. Okay, so. Hier haben wir ganz gut aufgeräumt. Hier auch. Hier gibt es... Buboy der Würger. Wer ist Buboy der Würger? Kennen wir den? Da. Immun gegen Schleichen. Welchen Machtrang hat denn der gute Macht 9? Der ist auch ein Leibwächter von einem Häuptling, den wir noch brauchen. Ah, verdammt, wir müssen erstmal die Identität der Häuptlinge aufdecken, bevor wir weitermachen können. Wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der mörderische Rhythmus der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Wir müssen sie zerschlagen. Zweite sind sie gut. Nicht zu nah dran. Wir brauchen jetzt diese Maden, diese sind grün. Weil nur die können uns Informationen über die Häuptlinge geben. Aber es sind so ein paar Hauptmänner, die wir nochmal wieder aufdecken müssen. Ey! Blöder Speerwerfer. Ja, komm her. So. Komm her. Also wirklich, Leute. Moment, da drüben. Habt ihr das gesehen? So, jetzt komm her. So, schnell bevor uns irgendwer angreift, weil die Armee wurde schon wieder ganz gut aufgefüllt. Wir müssen zumindest mal die Identität von den Herrschaften mal aufdecken. Bleib, wo du bist! Mann, den wollte ich eigentlich hinrichten. Warum hat das nicht geklappt? Glaube ich nicht. So, ist das nur einer? Wenn ja, können wir den verhören. Freundchen, komm her. Ja, von mir aus können wir den mal enttarnen, sozusagen. Na gut, wir brauchen Maden, aber ich sehe im Moment keine. Daher reisen wir einfach mal zur nächsten Mission. Das ist noch eine Bogenmission. Ich bin immer ein Freund von Bogenmissionen. So. Da drüben hat sich etwas bewegt. Das ist hier ein richtig schönes Massaker. Hier ist es jetzt nämlich von Vorteil, dass wir so viele Elbengeschosse haben.
müssen jetzt nämlich mal so ein paar Uruks wegknallen. So, das hat auch super funktioniert. Huch. Okay, wir haben den, glaube ich, halb fertig. Das sieht ja schön aus. Okay, du hast die Legende des Bogens zur Hälfte vervollständigt. Wundervoll. Aber leider erst zur Hälfte. Gut, dann machen wir die nächste Gollum-Mission, würde ich sagen. Das sah nach dem Grauk aus, nicht gut. Nun, wo ist er? Und ist entweder ein Lügner oder ein Feigling? Und wenn du ihn mit deinen Drohungen erschreckst... Ja, klar, das wird sein. Und wieder mal dürfen wir Gollum hinterherjagen. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Talion ist sichtlich genervt. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Ich folge einfach über den Spuren. Das geht auch. Ja gut, okay, hier müssen wir nicht hoch, stelle ich gerade fest. Ich höre einen Karagor. Diese Türme sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderer. Jetzt sind sie nur Ruinen, vergraben in der Finsternis. Lass mich durch, blöder Karagor. Ich will nichts von dir. Huch. Ah, ich glaube, wir haben wen oder was gefunden. Huch, was ist das denn für ein Riesenvieh? Hallo. Ein Grauk. Ich brauche mindestens 20 Männer, um das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir eben einen anderen Weg. Ja, das scheint logisch. Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Einmal schnell vorbeischleichen. Ich fürchte, wir werden das gute Viech noch wiedersehen. Ein Hauch des Todes hängt in der Luft. Da hinten sind Ghule. Ghule. Warum überrascht mich das nicht? So, mal schnell die Ghule ausgeschaltet. Sieht aus, als hätte der Grauk den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Okay, hier gibt es noch unser Collectible. Nehmen wir mit. Ich habe schon eben irgendwas gemerkt. Da. Erinnerst du dich an mich, Abschaum? Was zur Planänderung, Leute? Jetzt habe ich hier das Sagen und als erstes werden wir die schwarze Hand erledigen. Vergiss mich dabei bloß nicht. Ja doch. Mein Gedächtnis war auch schon mal besser. Gut, das bringt uns jetzt ziemlich genau nichts. Gut, wieder zurück. Haben die Menschen überhaupt eine Chance gegen diese Uruks? Sie sind gänzlich von Hass erfüllt. Wir werden sie lehren, was Angst bedeutet. Klingt vernünftig. Die Mittelerde Hoffnung geben. So, können wir mal sammeln. Nachtgeschöpfe, Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Ich sniper die mal gleich weg, man weiß ja nie. Oiwei. Gucken, wo Gollum den Kram diesmal wieder versteckt hat. Ich glaube, da oben. Na, Gollum, was verbuddelt. Da hat er seinen Knochen vergraben. Die Zange des Schmieds. Die nächste Erinnerung.
Ach was, kommt euch das bekannt vor? Das ist Sauron. Ohne Rüstung. Der Menge nach müssen das, glaube ich, die Ringe der Menschen sein. Oder alle Ringe? Ich weiß es gar nicht. Das sieht mir nach den Menschen aus. Gut, jetzt wissen wir, wie der Geist heißt. Celebrimbor. Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch. Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ja klar, hätte ich auch gerade erfahren. Ich formte mit Rede. Ich fertigte die Ringe. Alle außer den einen. Guten Tag. Flieh, du Narr. Schattenangriff, das ist so geil. Bam. Neue Fähigkeit von uns. Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. So, die gute Überlebensherausforderung haben wir auch. Jetzt nur noch lebend hier rauskommen. Boah, ist hier gerade Party. Meine Güte. Wie die Ghoul sich einfach einen feuchten Furz für uns interessieren. Oh, fuck. Gut, er hat sich gerade selbst eingemauert. Spannende Frage, haben wir das optionale Missionsziel angerechnet bekommen oder nicht? Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Das ist korrekt. Nein, Leuchten der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böse Waldläufer weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz, hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja. So, Mission erfolgreich. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. The Ring of Power. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Kennt jeder? Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der... So, was gibt's jetzt noch für uns zu tun? Hauptmission mache ich jetzt nicht mehr, weil die Folge geht nur noch 6-7 Minuten und ja. Dann mache ich eine Aufnahmepause, von daher blöde ich jetzt noch ein bisschen rum, bis die Folge voll ist. Also nicht rumblödeln, wir machen ja etwas anderes. Schon wieder 5 Folgen aufgenommen heute, meine Güte. Ich könnte mal irgendwie eine Made gebrauchen, dass ich irgendwie Informationen über die Häuptlinge kriege. Weil wir müssen irgendwie irgendwen enttarnen, um die... Also irgendwie ein Verhören, um die zu enttarnen. Also ich glaube, im Zweifelsfall könnten wir auch Dingsbums verhören. Hauptmänner.
Oh oh. Tarrasson, ihm wurde wahrlich das Blaue vom Himmel versprochen. Und was bekommen wir? Krieg! Steuern! Ha. Menschenopfer auf dem Marktplatz! Tag und Nacht kann ich die Schreie hören. Und wir sollen dieses widerliche Biest auch noch verehren. Der große Baum hält als Brennholz her. Des Königs Kopf ist mit Lügen gefüllt von seinem Ratgeber, dem Gefangenen in Ketten, Sauron, dem nun ach so edlen Sauron. Alindel hat recht. Numenor ist verloren. Die Schiffe können uns nicht schnell genug von diesem Leichenhaus fortbringen. Wenn Sauron da noch so rumrennt in der Welt, dann ist das eine verdammt alte Erinnerung. Morgoth, der erste dunkle Herrscher von Mittelerde. Der große Feind. Sauron war sein Diener. Er war ihm treu ergeben bis zum Ende und darüber hinaus. Ein dunkler Herrscher vor Sauron. Das ist interessant, das wusste ich auch noch nicht. Diese Geschichten sind eigentlich ganz interessant, da erfährt man so ein bisschen Background-Stories. So, wir entkommen mal kurz, oder versuchen es zumindest. Und da kann ich jetzt ja nicht widerstehen hier. Na komm. Genau. Der kann uns wahrscheinlich nichts über die Häuptlinge sagen. Ja, dafür brauchen wir die anderen Dinger. Mist. Okay. Gut. Knack. So. Da ist aber was. Aber wo sind wir? Da kriegen wir Informationen. Wir brauchen dringend Informationen. Wir müssen irgendwie die Identität der Häuptlinge aufdecken, sonst kommen wir nicht weiter. Nicht mal gerne Stärken und Schwächen, aber einfach erstmal wissen. Wenn ich in einen Kampf gehe, möchte ich immer einen guten Jäger bei mir haben. Es ist jedes Mal ein. So, Kollege. Reden wir ein bisschen über die Häuptlinge. Wer ist denn er? Bloodbug Schädelsammler. Knack. Gut. Einen haben wir aufgedeckt. Da haben wir Informationen, den nächsten aufzudecken. Das machen wir doch gleich mal. Und dann weiß ich schon, womit wir uns in der nächsten Aufnahme befassen werden. Da werden wir Häuptlinge dezimieren. Meine Hände schwitzen schon. Warum kommt er nicht einfach raus? Ich komm ja schon. Aber du willst mir doch bestimmt noch mal was über die Hauptmänner an sich sagen. Zum Beispiel über Imsen. Gut, das war jetzt nicht wirklich unauffällig. Na komm. Sehr schön, nur zwei Hauptmänner sind nicht aufgedeckt. Genau, wir setzen dich nicht, das mag ich nicht. Na komm her. Einmal recht freundlich für die Kamera. Und wir decken ihn auf. Genau. So, aber eigentlich wollte ich. Ja, gut, komm her. Dann haben wir auch alle Hauptmänner aufgedeckt. Kann ja nicht schaden. Haben wir ihn schon aufgedeckt da hinten? Ja, haben wir. Okay. Gut, wir kennen jetzt hier die Identität aller Hauptmänner. Ich habe das immer ganz gerne aktuell, diese Liste, dass ich weiß, wo die sind, wie stark sie sind. Stärken und Schwächen, optional, aber nicht zwingend erforderlich. Okay, die müssen wir, glaube ich, befreien, damit wir Informationen kriegen. Machen wir mal kurz. Huch. So, jetzt sag mir was. Über Imsen. Oh, ein Schildträger-Häuptling. Oh, das wird ätzend.
Dies wird ätzend. Und da hinten können wir noch einen Häuptling aufdecken. Ich mach das mal kurz, weil dann, ich weiß nicht, ob ich die nächste Aufnahme wird nämlich noch ein paar Tage dauern, bis ich die machen kann. Bis dann habe ich wieder vergessen, was ich vorhatte. Daher. Schleicht da jemand umher? Hallo. Kollege, komm mal her. Aber echt, ey. Und zwar leidest du dadurch, dass du mir Informationen gibst über ihn. Level 10. Okay, ich glaube, den knüpfen wir uns als erstes vor. Der hat als Häupt, hat irgendeinen anderen als Häuptling, als Leibwächter, aber das ist kein Problem. So, haben wir vermehrt noch irgendwie eine Möglichkeit, den letzten noch aufzudecken? Ne, so ohne weiteres nicht. Okay. Gut, dann mache ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Es sind schon wieder 5 Folgen im Kasten, die wollen auch verarbeitet werden und irgendwann läuft die Festplatte auch voll. Ich hoffe, die Folgen Mordor Schatten haben euch Spaß gemacht, denn ist gerade im Hintergrund irgendwas explodiert, wer es gesehen hat. Ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Mordors Schatten wieder. Bis dahin, haut rein, Leute.